So, Freunde, ihr merkt, der Papa-Film selber, ja, ist aber nur am Anfang des Videos so, ja, einfach weil geheime Missionen und so weiter, mache ich jetzt heute mal alleine. Wir sind hier, Écurie Vienne, Johannes Huber. Wie ihr seht, der ein oder andere Porsche am Start, ja, und jetzt gehen wir hier mal rein und dann schauen wir mal, ob der liebe Herr Huber auch da ist. Hier gibt es die schönsten Herrlichkeiten, liebe Freunde. Alles, was ihr euch vorstellen könnt. Ja, so, und jetzt gucken wir mal, wo der Boss ist. Übrigens hier ganz kurz. Auch geil. 996, zweite Hand, 39.000 Kilometer. Bei meinem letzten Besuch schon gesehen. So, und jetzt hier. Ich klopfe, obwohl die Tür offen ist. Herr Dr. Oh. Huber. Ja, Servus. Was ist da los? Servus, Johannes. Deutschland sucht Österreich. Ja, so ist es. Ja. So ist es. Ja, so, ich habe hier heute mal ein bisschen schmales Programm dabei. Leichtes Gepäck und so, weißt du? Den kleinen Kameramann. Den kleinen Kameramann, genau. Ja, bravo. Ja, genau. Und hier musst du dich nicht wundern, das ist kein Dreck, das sind nur Haare vom Hund. Verstehe. Ja, die hab ich aufbewahrt. Nicht deine. Nee, meine nicht. Also ich habe leider nicht mehr so viele. Mir geht's ähnlich wie dir. Ja, da passiert nichts. Hier riecht es schon wieder gut nach Kaffee. Hast du schon. Ach, guck mal hier vorne. Ja, ich habe was geahnt und habe schon an der Kaffeemaschine gedrückt. So, ja. Ja, das ist. Ja, der Johannes ist nämlich genauso ein Kaffee-Freak wie wir. Ja, hat die Maschine immer in Griffweite. Ah, lobe ich mir. So schaut es aus. So schaut es aus. Guck mal, die goldenen Zeiten. Da. Ja. Rallye, Johannes. Ja, Wahnsinn. Ja, schöne Sachen hast du hier. Ja, da gibt es hier immer. Witziges zu sehen. Ah, guck mal, deine Lieblingsfarbe. Zu der Farbe gibt es auch bestimmt ein Video irgendwann im April, ne? Das kommt drauf an. Ja. Ja, Freunde, also ich oder wir trinken jetzt mal ein Espresso und dann melden wir uns gleich nochmal. So, Hubi, jetzt zeig doch mal hier. Zeig doch mal, warum wir hier sind. Das Objekt der Begierde. Also eigentlich bist du das ja, ne? Ja, ich weiß das. Sagen auch alle Frauen. Aber jetzt gehen wir zum Objekt der Begierde. Ja, ich bin der Prinz des Hauses. Ja, jetzt bin ich gespannt. So, ihr seht. Alte Mühlen. Könnte schön sein, ja. Laute alte Mühlen, aber gute alte Mühlen. Ne? Ich habe da hinten in der Ecke habe ich was Fieses gesehen. Hier. Ah. Ah, der Chef, guck mal. Das da? Ja. Bastelkiste. Ja, ist auch witzig. Dann hier was Ernsthaftes. Ah, schöner. 27RS Touring. Geil. Gute Farbe. Was ist das? Kontinentalorange oder Blutorange? Sehr schön. Ja, es sieht schon alles gut aus. Ich meine, wenn jetzt hier der Herr Bach noch filmen würde, dann sähe es noch besser aus, aber ich gebe mir Mühe. Ja? Auf, ja. Genau, jetzt wird's ernst. Ja? Das schönste Fahrzeug des Hauses. Das schönste Fahrzeug des Hauses. Die Leute haben überhaupt keine Ahnung, was wir damit vorhaben. Okay, ist gut so. Ja, ne, aber es wird, glaube ich, es wird schön. Ich finde auch. Also ich bin traurig, wenn es wegfahren wird. Ja, das verstehe ich. So, Freunde, jetzt guckt mal. 996 Carrera 2. Wie er sein muss. Erste Serie, 97er Auto, also ganz, ganz frühes Auto. Und mit diesem Auto wurde sozusagen die Markteinführung des 996 in Österreich gefeiert. Schön schwarz. Ein richtig, richtig leckeres Häppchen, oder? Ja, wenn du schaust, hier diese gepflegten. Die gepflegte Einparkhilfe, meinst du? Hilfe, ja. Also schön, so richtige Effizienz, ja. Installiert. Klasse. Aber ist das Original? Das Original, ja. Mit dem herrlichen, kontrastreichen Orange. Orange vorne auch. Die berühmten Spiegeleier hier noch in voller Blüte. Ja, ich find's geil. Ich finde es, also, genau, eigentlich muss es genau so sein, ne? Also eigentlich muss man dann schon so ein frühes Auto haben, ne? Ja, also ich habe den auch ganz speziell gesucht,
und auch gefunden, weil... Warte mal, ich muss mal eben hier meine Kamera umdrehen, so. Ganz frühe Fahrgestellnummer 693. Okay. Also das 693. Auto quasi, wenn man jetzt die 60 Prototypen und Versuchsautos abzieht, dann 693-30 für die Kopfrechner. Ja. Und der einzige Grund, warum ich mich davon trennen kann, ist, dass ich einen gefunden habe, der eine noch niedrigere Fahrgestellnummer hat. Hast du erzählt, also, ja. Also noch spiegeleiger, aber der ist halt einfach vom Zustand viel besser und viel schöner und mit Schwarz natürlich überhaupt ein Hammer. Vor allem, weil auch nicht schwarz-metallisch, sondern schwarz. Ja, schwarz-Uni. Ja, das ist schon geil, ja. Ja, und vor allen Dingen, wie gesagt, die ersten, ne? Also das 97 ist ja wirklich früh. Ja. Ersten 600 Autos, das ist ja nichts. Ein paar Tage gebaut was, sozusagen. Was noch dazu kommt, ist innen nicht schwarz, sondern grau, was die Sache noch etwas auflockert und dann auch wirklich auch alltagstauglich macht. Ja, es sieht auch einfach stylisch aus, ne? Ist halt schon irgendwie so eine kleine Stilikone, das Ding, ja. Ne? Komm, guck mal rein. Ja. Incontinenta, ja. Das sieht natürlich schon mega aus. Es ist wirklich, wirklich einfach. Das ist schon stylisch irgendwie, ne? Es ist halt so richtig 90er-Design. Hast du das Telefon zufällig noch? Schau das mal an hier. Ah. Pflegezustand 1A. Kleiner Kackerfleck hier habe ich gefunden. Wahrscheinlich der Beifahrer bzw. der hinten gesessen hat. Hat sich einfach mal kurz in die Hose gemacht. Aber was für ein stylisches Teil, Freunde. Das Telefon gibt es übrigens auch noch. Das ist noch dabei. Ah ja, geil. Ja gut, dann können wir ja demnächst da richtig sportlich telefonieren. Genau. Na, wie ist das eigentlich? Also bei uns in Deutschland ist es ja eigentlich so, dass wenn du keine Rückspiegel am Auto hast, weil die Karre schon so alt ist, dann brauchst du halt keine. Wenn das Ding keine Gurte hat, weil das Ding schon so alt ist, dann brauchst du keine. Wie ist das jetzt mit dem Telefon? Darf ich dann telefonieren, weil ein Telefon drin ist? Weiß man nicht, wahrscheinlich eher nicht. Ne? Nein, wahrscheinlich nicht. Man könnte sagen Grauzone. Genau. Lastet besser. Mal die Lackqualität an, also es ist wirklich geil, unangetastet. Da gibt es ja hier so kleine Stellen hier, aber das ist scheißegal. Wirklich geiles Auto, unfallfrei, nachlackierungsfrei. Guck mal hier, schön noch die Sticker hier, vor allem das ist wichtig. Sehr oldschool Papieraufkleber da noch drin ist. Wie gesagt, innen drin grau. Boah, mega. Und so sah das aus im 996. Hier auch noch die Papieraufkleber drin. Alles original. Ja, das Objekt der Begierde. Sehr schönes Ding, geile Historie, würde ich sagen. Ne? Erst das Auto, geile Historie, 996 überhaupt. Wie wir hier wissen, 996 der Retter der Firma Porsche. Ja, das ist ja genau. Ohne 996 gäbe es kein Porsche mehr. Gäbe es kein Porsche mehr, ganz sicher nicht. Ja. Ja, und das ist der Beginn einer neuen Ära. Ich würde sagen, am ehesten vergleichbar mit einem 911 aus dem Jahr 1964, 65. Ja. Auch der war der Beginn einer neuen Ära. Ja. Und es ist auch der erste und einzige 911er, der designt wurde nach der aktuellen Mode und dem aktuellen Design damals, ne? In Wirklichkeit schon, ja. Und das Auto macht eigentlich auch zum Fahren enorm viel Spaß. Völlig unberechtigterweise ist er eigentlich so ungeliebt, ja. Wegen seinen Scheinwerfern. Genau. Da kann man jetzt natürlich sagen, sind schön oder nicht schön, das ist eine reine Geschmackssache. Aber das Auto selbst ist unzweifelhaft ein richtiger 911er zum Fahren, super geil und wirklich, wirklich ein echter Porsche, so wie er sein soll. Ja, also genauso sehe ich das auch. Das Auto ist leider ein bisschen ungeliebt, verstehe ich nicht so ganz. Vor allen Dingen, wenn man jetzt so alt ist wie ich, ne, 97, war ich 13, 12, irgend sowas und da kam der 996 und das war natürlich der neue Porsche und deswegen hat er bei mir im Herzen einen ganz besonderen Platz und ich finde das Ding auch wirklich einfach cool und es ist auch irgendwie schön zu fahren, macht total viel Spaß. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, unten in der Infobox, da hauen wir euch noch einen Link rein zum Podcast Alte Schule mit dem Herrn Achleitner. Sehr interessant zum Thema 996. Wirklich cool. Und ja, ich sag mal, Johannes, vielen Dank, dass du uns dieses wunderschöne Fahrzeug vermachst, weil es ist ja dein privater. Das habe ich vor 8 Jahren gekauft, 8 oder 9 Jahren. Ja,
eigentlich mit der Idee, ihn zu behalten bis zum jüngsten Tag, aber der dürfte jetzt gekommen sein. Ja, ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Du hast ja jetzt einen neuen Alten gefunden, sozusagen, beziehungsweise einen neuen, noch älteren. Und deswegen dürfen wir den jetzt haben. Ja, also vielen Dank, Johannes. Er kommt in gute Hände. Ja, wie gesagt, mehr später. Und ja, ich mache mir jetzt auf die Socken. Wien, Düsseldorf, weiß ich nicht, 1000 Kilometer oder so. Knapp 900, irgendwie sowas. Aber ja, zweimal angewuppt bist du ja da. Genau. Also ich glaube, bis Düsseldorf wieder warm sein. Denke ich auch. Oh Leute, ich liebe dieses Ding einfach. Ne? Ich bin so verliebt. So eine geile Karre. Ey. Läuft 275, fährt so gut. Wahnsinn. Wahnsinn, 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 Wahnsinn. Das Ding ist einfach sowas von Porno. Unfassbar. So, Freunde, diese Nacht nach Hause gekommen. Schön um 2:30 oder so ist zu Hause gewesen. Hab natürlich noch eine Vollsperrung mitgenommen. So muss das sein. Aber trotzdem, sehr gute Fahrt gewesen. 1A, das Ding rennt wie die Hölle. Er läuft auch ein bisschen mehr als 275. Ja, darf ich natürlich nicht laut sagen. War aber auch aufgehoben. Hat keinen Windschatten oder so, sondern wirklich von alleine. Echt geil. Also muss ich sagen, Auto macht extrem viel Spaß. Ja, und jetzt fahren wir mal eben waschen. Ja, weil nach irgendwie 950 Kilometern oder was ich da gefahren bin, ist der natürlich jetzt ein bisschen dreckig. Und dann werden wir uns den nochmal etwas genauer anschauen. Ja, Freunde, 992 GT3 RS in der Waschanlage ist natürlich mutig, ne? Mit dem Heckflügelchen da hinten drauf habe ich jetzt so auch noch nicht gesehen. Ich sag mal, normalerweise würde man ja denken, wenn du dir so ein Auto kaufst für 300.000 Euro, dann bist du auch bereit, bist, den mit der Hand zu waschen, ne? Aber irgendwie nicht. Naja, egal. Wir sind jetzt auf jeden Fall mit unserem wunderschönen 996 Carrera 2 in der Waschanlage und werden ihn herrlichst vorbereiten. Dann können wir ihn gleich noch mal in Ruhe von außen ein bisschen angucken und dann werde ich euch noch ein paar Raffinessen erzählen. Und vielleicht erzähle ich euch auch schon, was wir mit dem Ding vorhaben. So, Freunde, im wunderschönen Düsseldorf findet man natürlich immer ein Eckchen, wo man sich mal hinstellen kann mit so einem schönen Fahrzeug. Carrera 2. Baujahr 1997. Der Wagen ist aus Oktober 97, also ein wirklich frühes Auto. Ich glaube, Baustart war Mai oder so, April, ich weiß nicht mehr genau. Ist auf jeden Fall einer der ersten 600. Einer der ersten 600 996. Ganz klassisch hier noch mit orangenen Blinkern. Daher kommt auch der Name Spiegeleier-Scheinwerfer, weil wenn ihr euch das mal anguckt, das wirkt ein bisschen wie ein Spiegelei von vorne. Ich finde solche Autos wunderschön. Liegt hauptsächlich daran, dass ich aus 1984 bin. Das heißt, als der einmal hier auf den Markt kam, war natürlich so die Hochzeit, sage ich mal, der Kindheit, wo man sich für Autos interessiert, weil der Führerschein ja nicht mehr ganz so weit weg ist. Und ein alter Freund von mir, der Alex, ja, liebe Grüße, der hat mich damals das allererste Mal Porsche fahren lassen. Und zwar war das 996 Turbo und das war aber schon, also das war natürlich erst, als ich einen Führerschein hatte, 2002, glaube ich. Ja, das, wie gesagt, erste Serie, ganz, ganz frühes Auto. Besonderheit an dem Auto ist, oder schöne Historie an dem Auto ist, dass genau dieses Auto für die Markteinführung des 996 in Österreich benutzt wurde. Und das finde ich natürlich cool, wenn man so ein Auto hat. Ja, gerade 996, der hat sowieso eine bewegende Geschichte. Und dann noch eben, ich sag mal, so ein Auto, was damals eben irgendwie auch einen gewissen Einsatz hatte, finde ich ziemlich cool. Warum hat der 996 eine bewegende Geschichte? Hauptsächlich, weil das eigentlich der Retter des Konzerns war. Ja, es war der Retter von Porsche, wenn man so möchte. Das Auto war wirklich bahnbrechend. Und das ist das Auto, das, oder nicht das Auto, sondern der erste 911er, der so ein bisschen
nach der aktuellen Mode kreiert wurde. Also ne, aktuelle Formen, alles so ein bisschen weicher und so. Das waren halt die 90er. Und da hat der Herr Lagay, der Designer des Autos, gesagt, so, jetzt machen wir hier mal ein bisschen was anderes. Einige Sachen wurden quasi auch auf den Boxster übertragen. Fehler, oder was heißt Fehler? Ich glaube, es war schon irgendwie ein Fehler. Der Boxster kam vor dem 996. Und da war dann für viele Leute, ja, der kleine Porsche kam zuerst und danach haben sie den 996 gebaut. Das ist nicht richtig, sondern es war eigentlich umgekehrt, aber der Boxster kam zuerst auf den Markt. Und das war dann so für so ein paar Spezialisten irgendwie schwierig. Ich persönlich finde das überhaupt nicht schlimm. Ich mag den 996, einfach tiefe Verbundenheit, weil das irgendwie so eben die Zeit war, wo man Führerschein bekommen hat. Mein erstes Porsche-Rennauto war ein 996 Cup, den ich fahren durfte. Dann 996 RSR und RS, weil damals die Rennautos auch noch RS hießen. Es gab ja noch keinen, zu der Zeit noch keinen GT3 RS, der kam dann erst ein bisschen später, ein paar Jahre später. Ja, cooles Auto, sehr guter Zustand, fast nachlackierungsfrei. Hier auf der Seite wurde er mal lackiert. Aber nur wegen Verkratzung, also da ist nicht irgendwie groß gespachtelt worden und so weiter. Ansonsten top in Schuss, original Räder drauf. Eine, ich glaube vorne rechts, die ist ein bisschen verkratzt, aber sonst völlig entspannt. Ja, Innenraum gut, jetzt ein bisschen dreckig, aber grundsätzlich in einem 1A-Zustand. Wirklich richtig geil. Was ich cool finde beim 996 der ersten Serie, der hatte kein Handschuhfach. Deswegen hattest du hier unten so eine Ablage, ja, wo du deine Unterlagen hast, wo du dein Serviceheft hast und so weiter. Dann Kunststoff-Armaturenbrett. Ja, finde ich irgendwie stylisch, weil es passt zu der Zeit. Ansonsten viel Lederapplikation, Kunststoff-Mittelkonsole, handgeschaltet, ganz wichtig. Was ganz cool ist, der hat eine relativ seltene Ausstattung und zwar unten vorm Schaltknauf so eine Art Equalizer, da kannst du einstellen, was du für Musik hörst, Popmusik, klassisch und so weiter. Es war eine Sonderausstattung damals und ja, irgendwie finde ich es lustig. Jetzt haben wir hier noch, was ich sehr geil finde, habe ich nämlich den Johannes drum gebeten, das auch zu bekommen. Ja, und zwar hier, Freunde der Sonne, Nokia 5110. Ne? Schön montiert war es da an der Mittelkonsole. Guck mal hier, A1, das war damals in Österreich sowas wie hier Telekom, Vodafone, beziehungsweise bei uns hieß es da ja noch D2 Mannesmann. Ja, sehr geil, schönes Auto, tolle Geschichte. Wir hauen euch jetzt noch einen kleinen Carporn um die Ohren und ich fände es sehr schön, wenn ihr in die Kommentare schreibt, was wir mit dem Teil machen sollen. Ich habe schon eine Idee. Und wahrscheinlich werde ich es auch machen, aber trotzdem bitte haut mal in die Kommentare, was wir mit dem Schätzchen hier machen sollen. Würde mich wirklich interessieren. Ja, demnächst mehr. Ja. Und dann erzähle ich euch auch, was wir mit dem Schatz vorhaben. Es wird geil und ich glaube, dass wahrscheinlich keiner drauf kommen wird. Ich bin gespannt, was ihr schreibt.